willkommen zurück zu einem weiteren Part von Tomb Raider oder einer Aufnahmesession und Stream. Und es sieht so aus, als müsste Final Fantasy 14 wieder drunter leiden, obwohl momentan kriege ich das noch geregelt. Und jetzt kann ich das Spiel richtig genießen. Gestern war ich unter Zeitdruck, oder eher gesagt, heute früh. Gestern Mitternacht habe ich angefangen. Andere kamen sogar schon früher in den Genuss. Jonah! Was ich immer so krass finde. Was ist das denn? Zeitkraut oder was? Da war eine Uhr! So. Bäume? Ja, was geht auch? Oh. Das ist nicht, was ich wissen wollte, sondern das. 6. Juni. Vater zeigt sich uns gegenüber enthusiastischer denn je, aber ich habe Zweifel. Einmal habe ich mitten in der Nacht beobachtet, wie das Weiß seiner Augen das Mondlicht widerspiegelte und sein leerer Blick auf den Stern ruhte. Hätte er mir nicht früher all diese Geschichten über den Amazonas erzählt, würde ich sagen, dieser Blick war voller Bedauern, wenn nicht sogar Trauer gewesen. Aber vielleicht stören ihn ja auch nur die Insekten, die immer wieder einen Weg durch unsere Moskitonetze finden. Einerseits finde ich es gut, dass Lara das vorliest. Andererseits... Es heißt Jacks Tagebuch. Ich hätte mir schon eine Männerstimme gewünscht, die das vorliest, weil dann ist es so, als würde man denjenigen, der es halt geschrieben hat, könnte ja auch immer der gleiche Sprecher sein, wenn es Männerstimmen sind. Also drei verschiedene Männer, die einfach sowas einsynchronisieren. Warum nicht, ne? Wenn ein Sprecher jetzt pro Satz bezahlt, ich weiß nicht, wie das ist. Je mehr die zu sprechen haben, desto teurer wird derjenige. Ich glaube, da wäre ein anderer Sprecher doch günstiger, oder nicht? Aber viel kriegen die auch nicht. Gerade so genug zum Leben, die müssen trotzdem immer viele Aufträge haben. Eine wie Lara hat natürlich, also Lara Loft hat natürlich dann mehr Glück. Die kann nämlich durch Stream, durch Singen und so weiter und durch Auftritte. Ah, ich kann hier schwimmen, ne? Verdient die natürlich auch schon jetzt. Denke ich mal. Also gut, dass es zum Leben reicht. Muss nicht immer sofort wieder einen Auftrag haben, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das ist. Kreis vertauchen. Oh, ist ja schön. Unterwasserschätze, das wär's. Oh, das habe ich im letzten Tomb Raider auch vermisst. Oh Gott, Moränen oder... Nee, das sind Fische. Kann man auch Fische fangen? Boah, das wäre cool, wenn man angeln könnte. Aber ich glaube nicht. Ah, ich muss durchs Wasser. Warte, ich will mir mal die Karte anschauen. Hier muss ich hin? Da will ich mich erstmal umgucken. Nee, 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 nee. Wir können auch... Ah, ich habe keine Kletteraxt, scheiße. Ah, könnte da lang. Kann man auch hier raufnehmen. Ah, ich finde das gut, dass es diese Optionen gibt. Da komme ich noch nicht rauf. Aber ich glaube, wenn ich da hochkletter... Hey. Tja.
Also sie haben diesen Teil schon, wenn man sie mit den Vorgängern vergleicht, auf jeden Fall erweitert um ein paar Features. Wäre ja auch schwachsinnig, wenn nicht. Wo kommen wir denn hierher? Ah! Hier ist eine Krypta! So, so. Nicht schlecht. Krypta schon gefunden. Krypta auch eingezeichnet. Ja, gut. Wir haben eine Krypta gefunden. Jetzt brauche ich nur noch meine Kletteraxt und alles ist gut. Ich glaube, die bekommen wir bald, weil wir für einen Abschnitt, um zu einem Abschnitt hinzukommen, da muss ich aktuell hin. Also schwimmen hätte nichts gebracht, aber... Oh, was ist das denn? Ah, da gibt es ein Nester noch zu zerstören. Die sind wahrscheinlich hier nicht mehr. Und hier gibt es... Oh, einiges zu sammeln. Die Sammelaufgaben mache ich vielleicht privat. Auf jeden Fall nicht im Let's Play, das ist klar. Aber ob ich es im Stream machen, weiß ich noch nicht. Vielleicht mal so, mal so. Das Flugzeug! Ja! Jonah! Kletteraxt, wir kommen! Kletteraxt ist mir wichtiger als Jonah. Jetzt können wir Jonah sehen. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn
Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Also hat er doch die Leuchtpistole benutzt. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Oh. Alter! Weißt du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvakyaku, okay? Ja. Alles klar. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. So, danke. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Oh, das ist gut. Das nehmen wir. Inventar. Wir haben nämlich Sachen freigeschaltet. Bestimmt. Also... Wir haben mehr als einen Bogen, sehe ich gerade. Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen und Fähigkeiten. Wählen Sie im Inventar eine Waffe und drücken Sie Viereck, um zum Upgrade-Menü zu gelangen. Wählen Sie ein Upgrade aus und halten Sie X, um zum Herstellen. Das Upgrade wird automatisch in der Waffe angebracht. Alter Falter, ist das Ding mächtig. Aber ich kann auch Upgrades hier machen. Upgrades verbessern Waffeneigenschaften wie Zielgenauigkeit, Handhabung oder Munitionskapazität. Einzelne Eigenschaften können mehrmals verbessert werden. Manche Fähigkeiten ermöglichen bessere Upgrades. Das könnte ich. Ich glaube, den würde ich sogar stärker bekommen. Der hier hat nämlich gar keine Upgrades. Die haben alle gar keine Upgrades. So, Outfits. Diese Lara gefällt mir sehr gut. Nein. Das ist die alte. Das finde ich gut. Ah, das ist... Verstehe schon. Das komplett alte Outfit, oder wie? Aber ich tendiere einfach zu der aktuellen. Da kriegt man schon so... was ist das? Okay, die Outfits gefallen mir auch so. Das ist ein ganz altes. Ja, ein ganz altes. Alter! Ich werde immer polygonhafter! Wir spielen mit dem. Nein, nein. Dafür finde ich die andere Lara viel zu hübsch. Und zwar in diesem Outfit. Oder? Ja. Ich weiß nicht, hat er das? Ich kann auch
Torso und Beine entnahm. Ausrüstung, Seil und Abseil. Die anderen kann ich nicht verbessern? Nee. Solange die besser ist, weil das so. Und ganz ehrlich, ich finde, dieses Outfit ist einfach still. Vielleicht wechsle ich mal die Outfits so ein bisschen durch, damit wir mal alles ein bisschen sehen. Okay. Jonah? Willst du wieder schwimmen? Ah ne, andere Richtung. Kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Das war sogar sofort der richtige Weg. Sag mir nicht, manche Passagen sind nur zu zweit möglich. Ein möglicher Multiplayer. Siehst du das? Das muss Kubakyaku sein. Wir müssen da runter. Oh, cool! Eine Stadt! Wie geil ist das denn? Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft, das sagst du ständig. Der Arme. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Ich dachte, okay. Der Dinkel stürzt okay. Schon ab. Nichts gegen Jonas. Er ist Bist cool. Bist du okay? Ich bin okay. Obwohl, bin okay. Der ist ja nicht richtig. Der ist ja nicht wirklich dick. Der ist dem, bei dem kann man sagen, der ist wirklich kräftig gebaut. Ich glaube, bei dem ist das mir auch so antrainiert. Wer hat das wohl alles gemacht? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Ach komm, ist das dein Ernst? Oh. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Das hier zeigt den Inka-Gott Kan. Er war der Sohn des Sonnengottes Inti und der Mondgöttin Pachamama. Kan kontrollierte Wind und Regen, obwohl er einigen Legenden zufolge nur für das von Süden kommende Wetter verantwortlich war, während von Norden kommendes Wetter in die Zuständigkeit seines Bruders Pachacamac fiel. Jetzt verstehe ich das. Ich habe 33% bekommen, weil ich... Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleibe bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Ich will mich jetzt mal ein bisschen ausbauschen. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Haben wir daraus eine Schaufel oder ein Messer gemacht? Jonas, dann zeig mal. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht.
Der Kanupa dient als Gefäß für Opfergaben wie Kakao und Talg. Der gefüllte Kanupa wird zu Beginn der Erntezeit als Geschenk an Pachamama, die Muttergöttin, auf das Feld eines Bauern geworfen. Wird das Geschenk angenommen, erwarten den Bauern angeblich eine reichhaltige Ernte und ein erfolgreiches Zuchtjahr. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Ich finde es cool, dass das nochmal aufgeschmissen, so erwähnt wird. Was ist denn... Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Geräuschlose Fälle. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Oh Gott, was mache ich da? Warte mal, muss ich das? Oh. Es ist zu schwer. Hilf ja! Mir. Der wird aber auch nicht unser ständiger Begleiter, oder? Hoffentlich doch, weil... Das Wasser füllt den Eimer. Also ich hoffe zumindest, sehen, dass er in einer Stadt bleibt. Weil sonst glaube ich, dass er irgendwie noch stirbt. Oh, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Schnell! Ich kann es kaum noch halten! Ah, okay. Verstehe schon, was ich machen muss. Deswegen brauche ich auch nicht wirklich Tipps, weil manches ist ziemlich offensichtlich, wie man sieht. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Das war's. Gehen wir rüber. Wer baut so was? Hier müssen wir wohl durch. Nach dir.